Die MED-Motronic ist ein von der Robert Bosch GmbH entwickeltes System zur direkten Einspritzung des Kraftstoffes in den Brennraum bei Ottomotoren. Die Direkteinspritzung hat gegenüber der indirekten Einspritzung den Vorteil, dass bei einem Kaltstart das Gemisch weniger angefettet werden muss. Bei der direkten Benzineinspritzung gibt es keine Kondensationsverluste im Ansaugkrümmer. Dadurch wird ein geringer Kraftstoffverbrauch und bessere Abgaswerte erzielt. Zudem wird durch die Direkteinspritzung die Motorleistung und die Innenkühlung des Motors erhöht. Nachteil der MED-Motronic ist der hohe Ausstoß von NOx. Direkteinspritzer benötigen deshalb eine NOx-Speicherkatalysator, der die große Menge des Stickstoffoxids speichert und der sich in bestimmten Abständen regeneriert. Zum Aufbau und Funktion der MED-Motronic. Das Steuergerät erfasst die Daten der Sensoren, hier die grünen Linien, wie zum Beispiel des Luftmassenmessers, des elektronischen Fahrpedals, des Motordrehzahlgebers und so weiter. Diese Daten verarbeitet das Steuergerät und übermittelt die Daten den Aktoren, hier die roten Linien, sprich der Hochdruckpumpe, der Zündspule, dem Einspritzventil sowie der Drosselklappe. Die Menge des eingespritzten Kraftstoffes ist abhängig vom Motordrehzahl, Luftmasse und Temperatur des Motors sowie die Temperatur des Katalysators. Bei manchen Fahrzeugen entscheidet das Steuergerät je nach Lastzustand zwischen 6 verschiedenen Betriebszuständen. Schichtbetrieb, Homogenbetrieb, Homogen-Magerbetrieb, Homogen-Schichtbetrieb, Homogen-Klopfschutzbetrieb und Schichtkartheizen. Hier dargestellt der Schichtbetrieb. Im Schichtbetrieb sind beide Ventile geschlossen. Es wird in den Verdichtungstakt eingespritzt. Der Schichtbetrieb wird im unteren Drehzahlbereich bis ca. 3000 Umdrehungen pro Minute verwendet. Der Kraftstoff wird während des Verdichtungstaktes kurz vor dem Zündzeitpunkt eingespritzt, um zu verhindern, dass der Kraftstoff sich im Brennraum vollständig entfaltet. So haben wir eine heterogene Kraftstoffwolke, die sich durch den Luftrall zur Zündkerze bewegt. Das Gemisch ist an der Zündkerze zündfähig. Der Homogenbetrieb wird bei hoher Drehzahl eingesetzt. In diesem Betrieb wird ein homogenes Gemisch mit Lambda gleich 1 oder bei Volllast mit Lambda kleiner als 1 in den Ansaugtakt eingespritzt. Dieses ermöglicht eine volle Vermischung des Kraftstoffes mit der Luft im Zylinder, um so eine hohe Ausbeute an Leistung. Der Homogen-Schichtbetrieb schaltet sich ein, wenn der Homogenbetrieb in den Schichtbetrieb wechselt. In diesem Betrieb wird zweimal in den Brennraum eingespritzt. Das erste Mal wird ca. 75% des Kraftstoffes in den Ansaugtakt eingespritzt. Das zweite Mal erfolgt die Einspritzung im Verdichtungstakt, wodurch ein Bereich um die Zündkerzen mit einem fetten Gemisch entsteht. So erreicht man einen ruhigen Übergang des Drehmoments. In dem homogenen Klopfschutzbetrieb wird unter Volllast doppelt in den Brennraum eingespritzt, um so ein Klopfen des Motors zu verhindern. Durch doppelte Einspritzung kann auf die Spätverstellung des Zündzeitpunktes verzichtet werden. Durch das Schichtkartheizen wird der Katalysator so schnell wie möglich auf Betriebstemperatur gebracht. Dies geschieht durch ebenfalls doppelte Einspritzung in den Brennraum. Die erste Einspritzung erfolgt im Verdichtungstakt und die zweite im Arbeitstakt, direkt nach der Entzündung des Kraftstoffes. Der zuletzt eingespritzte Kraftstoff verbrennt relativ spät und heizt so schnell den Katalysator auf. In diesem Beispiel handelt es sich um einen Audi RS6 mit einem V10 Ottomotor mit 5 Litern Hubraum und 580 PS. Hier sehr gut zu erkennen sind die zwei Hochdruckpumpen, die jeweils eine Motorhälfte, jeweils 5 Zylinder, mit Kraftstoff versorgen. Eine Hochdruckpumpe spritzt den Kraftstoff mit bis zu 12 Bar durch die Kraftstoffrail durchs Einspritzventil in den Brennraum und erzeugt durch den hohen Druck einen fallzerstäubten Kraftstoff. Auch bei diesem Audi S5 mit einem V8 Ottomotor, 4,2 Liter Hubraum und 354 PS sind hier gut zu erkennende Hochdruckpumpen vorhanden.